Verlegung. Im Juli wurde Beate Zschäpe im NSU-Prozess zu lebenslänglicher Haft verurteilt. Seitdem befindet sich die 43-Jährige in der Frauenanstalt des Münchner Gefängnisses Stadelheim. Das könnte sich bald ändern. Es gäbe Sondierungen, ob eine Verlegung möglich sei, entweder innerhalb Bayerns oder heimatnah, so die JVA München-Stadelheim. In Heimatnähe käme das Frauengefängnis Chemnitz in Frage. Bereits 2012 hatte Zschäpe einen Antrag zur Verlegung in ein heimatnahes Gefängnis gestellt. Damals wurde ihr Ansuchen abgelehnt.